Mit einem 11-Punkte-Rückstand nach dem ersten Finalkampf braucht KSV Götzis ein Ringerwunder zum Titelgewinn. Deshalb dürfen die zahlreichen heimischen Fans die 14 Finalkämpfe völlig entspannt genießen. Auch AC Wals Cheftrainer Max Außerleitner kann eine gewisse Gelassenheit nicht verbergen. Bereits bei der Abwaage erkennt der Meistertaktiker, dass heute für die Gäste nichts zu holen ist. Die Griechisch-Römisch-Runde könnte KSV Götzis noch am ehesten offen halten. Aber bereits im ersten Kampf beendet AC Wals Urgestein Helmut Mühlbacher mit seinem Sieg jede Spekulation über eine Sensation. Sportlich gesehen der absolute Höhepunkt des Abends ist ein Kampf auf internationalem Niveau. Olympiastarter Amar Rustanovic will sich für seine Niederlage beim Hinkampf gegen Götzis Legionär Dimitri Timschenko revanchieren. Und was dann die Fans erleben dürfen, ist Ringsportatmosphäre pur. 5 Kilogramm leichter, dafür aber voll motiviert, bezwingt das AC Wals Aushängeschild den ukrainischen Weltklasse-Ringer in 2 harten Runden nach Punkten. Die Freude über seinen Sieg ist entsprechend hoch. Die gesamte Halle sowie Sportdirektor Max Außerleitner liegen dem Helden des Abends zu Füßen. Eindruck und Hoffnung für die Zukunft hat diese Leistung auch auf höchster Funktionärsebene hinterlassen. Mit Amar Rustanovic hat der AC Wals einen Olympiateilnehmer gestellt. Welchen Einfluss hat eine derartige Nominierung auf den Stellenwert einer Sportart? Na, erstens ist Ringen olympisch und hat einen hohen Stellenwert, aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass der Amar bewiesen hat, dass es ein Athlet aus dem AC Wals schaffen kann, bei den Olympischen Spielen zu starten. Amar hat das gemacht, hat gut gekämpft dort, hat vielleicht etwas Glück, hat etwas gefehlt, dass er weitergekommen wäre, aber ich glaube, dass das die Zukunft für den AC Wals ist. Und wenn man heute die Mannschaft gesehen hat, dann könnte man fast annehmen, dass in Rio 2 oder 3 Athleten vom AC Wals dabei sind. Einer davon könnte Mannschaftskapitän Florian Machl sein. Er feiert an diesem Abend einen klaren Punktesieg und freut sich zu Recht über die eigene und die Leistung seiner Freunde. Gewaltig, also stolz auf jeden Einzelnen, auch auf die, die heute nicht gerungen haben, die die restliche Liga gerungen haben. Also super Teamgeist, super Mannschaft und gewaltige Ringer und Kämpfe. War wirklich super. Nun fällt es wirklich schwer, noch jemanden aus der AC Wals Riege hervorzuheben. Griechisch-römisch als auch im freien Stil holte AC Wals einen Sieg nach dem anderen. Insgesamt nur 3-mal dürfen die Gäste jubeln. So lautet das Endergebnis 68:31 für den Rekordmeister aus Salzburg. Ein Klassenunterschied, möchte man meinen. Ja, das Ergebnis schmeichelt schon ein bisschen, sage ich. Wir haben ganz viele knappe Kämpfe gehabt und wir haben halt die Kämpfe gewonnen. Das ist halt oft auch einfach eine Geschichte, sage ich, von unserem Teamgeist, weil wir so gut zusammenhalten, glaube ich, haben wir die Kämpfe auch noch gewonnen. Und jetzt war es relativ klar, aber war, glaube ich, ein super Kampfabend auch für die Zuschauer. Und danke nochmal, dass so viele gekommen sind. Echt eine klasse Geschichte. Bei einem satten 37-Punkte-Vorsprung muss auch für Sportdirektor Max Außerleitner alles nach Plan gelaufen sein. Ja, es ist eigentlich besser gelaufen als wir nach Plan. Und wir können total zufrieden sein mit der Leistung, die wir heute abgeliefert haben. Der Max Außerleitner ist ja bekannt als der Trainerfuchs in der Bundesliga. Welchen Anteil hat ein Cheftrainer an so einem Erfolg? Ja, ich glaube, dass der Anteil wahrscheinlich gar nicht so wenig ist, weil es geht darum, die Mannschaft aufzustellen, die Mannschaft zu motivieren. Man muss aber auch die Mannschaft dazu haben, die das mitmacht, damit man dann diese Leistungen auch bringen kann. Den AC Wals bezeichnet man ja schon seit vielen Jahren als Rekordmeister. Nun feiert er den 47. Mannschaftsmeistertitel. Wie kommentiert das der oberste Sportfunktionär des Landes Salzburg? Das kann man nur so kommentieren, dass das eine Machtdemonstration war des AC Wals. Ich habe eine AC Wals noch nie so überlegen gesehen. Und wenn man da sieht, wie mit viel Begeisterung die Zuschauer da sind, aber noch mehr die jungen Athleten, die hinter der Mannschaft stehen, wenn man das sieht, dann glaube ich, braucht man auf den 50. Titel auch nicht mehr lange warten. Den Siegerpokal an das eigene Team zu vergeben, ist wohl die schönste Aufgabe eines Vereinspräsidenten. Dem AC Wals Oberhaupt war diese Ehre schon sehr oft gegönnt. Insgesamt 47 Mannschaftstitel hat nun der AC Wals in seiner 60-jährigen Geschichte erkämpft. Für Außenstehende stellt sich nur die Frage, wie ist so etwas nur möglich? Ja, diese Erfolgsgeschichte des AC Wals ist nur deswegen möglich, weil jeder für jeden da ist und jeder für jeden einspringt, wenn Not am Manne ist. Und ich bin stolz darauf, seit 30 Jahren Präsident dieses Vereins zu sein.
Nun könnte man behaupten, die Ringer Bundesliga ist die einzige Liga, in der schon zu Beginn der Sieger feststeht. Ist es dem Ringsport dienlich? Nein, wenn das so wäre, sicher nicht. Es würde auch nicht schaden, wenn das eine oder andere Mal ein anderer Verein den Meistertitel holen würde. Aber es kann uns ja niemand den Vorwurf machen, dass wir nicht alles daran setzen, dass wir Meister werden. Und unser Sportdirektor Max Ausserleitner ist hier der beste Garant dafür. Er lässt nicht locker. Es wird da über eine Alpenliga mit Schweizer Beteiligung oder mit einer Bundesliga mit slowakischer Beteiligung gemunkelt. Ist das für 2013 bereits eine Option? Also ich glaube eher, dass für 2013 noch zu früh kommt. Gespräche gibt es zwar und gar nicht so unkonkrete, aber ich glaube, dass eher mit Bratislava noch zu früh kommen wird, obwohl da gibt es nur eine Frist bis zum 15. Dezember, bis welcher eben der Bratislava entweder zusagen kann und das geprüft wird, ob das eventuell möglich ist. Dann könnte sein, dass das vielleicht für nächstes Jahr schon zustande kommt und die Alpenliga mit der Schweiz, dann gibt es auch konkrete Gespräche, allerdings ist das für 2013 sicher noch zu früh. So eine Veredelung der österreichischen Bundesliga, ist der AC Vals damit glücklich? Ja, ich glaube, man kann sowas nicht, kann sowas nur positiv sehen. Ich glaube, dass das für die ganze Entwicklung, für den Ringsport und für das ganze Umfeld sicherlich wertvoll ist und wichtig sein könnte oder ist. Und darum werden wir dem Ganzen sicher nicht dagegen stehen. 2013 steht ins Haus. Wird der AC Vals nächstes Jahr etwas leiser treten? Ja, für die Veranstaltung auf jeden Fall. Das haben wir schon im Vorstand beschlossen, weil wir sind alles nur Amateure. Ich muss einmal Danke sagen unserem ganzen Funktionärsteam. Es sind über 120 Leute, die da immer ehrenamtlich dem Verein zur Verfügung stehen. Die leisten die Arbeit immer in der zweiten Linie und das sieht man meines nicht, aber das ist wirklich, und man kann nicht immer auf Hochtouren fahren. Das ist bei uns jeder Ligakampf ein kleines Highlight. Wir werden ein bisschen zurücktreten. Aber kann sogar sein, dass 2014 schon ein bisschen ein neues Ereignis kommt. Es ist geplant, eventuell 2014 mit den vier Schweizer Vereinen eine Alpenliga zu gründen. Da gibt es eine neue Herausforderung. Und nächstes Jahr werden wir es ein bisschen ruhiger angehen und dann schauen wir 2014, was wieder was Neues gibt. Bevor an das neue Jahr gedacht wird, dürfen alle noch mit der Mannschaft feiern und sich an die schönsten Szenen dieses Finalabends erinnern.